Natürlich. Du auch, ja, gell? Natürlich. Aber, wer hat das nicht? Das ist die Frage. Ja, genau. Wer traut sich sowas nicht? Niemals. Ich schon. Ehrlich? Ja, also als ich noch jung war, ne? Ah. Nein, also Diskothekenzeit, wenn ich dann mal aus war mit Freunden, dann habe ich auch schon mal bis 15 Uhr geschlafen. Nee. Niemals, weil ich schaue aus wie Stefan Ross und das kann ich nicht verleugnen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Andy Borg, das glaubt mir keiner. Da hat es ein riesen Ärger gegeben. Wie ist denn bei dir? Bei mir schon, ehrlich? Ja. Die Mama mal gesagt hat, jetzt nicht mehr raus oder so, mal kurz noch mal rausgegangen. Mm-mm. Das habe ich nicht gemacht. Braver Bur. Ja. Ganzer braver Bur. Ja. Haus geworfen? Ja. Ja. Aus dem Klassenzimmer öfter, ja, weil ich irgendwelche blöden Witze gemacht habe. Also des Öfteren im Monat, ja. Aber die Lehrer haben irgendwie drüber auch gelacht, nachher. In dem Moment nicht. Natürlich. Wir haben schon über 3 Stunden mal telefoniert. Wir? Natürlich. Abends dann beim Einschlafen einfach. Ja, das stimmt. Ja, ja, das muss man, ne? Ja. Ja. Ist so. Ja. Die falsche Handynummer. Ich schon. Wenn ich nicht wollte, dass jetzt, keine Ahnung, ne, wo man noch ganz jung war und so, dann irgendwie hier, gibst mal deine Nummer oder so. Und dann habe ich gedacht, nee, gibst halt einfach eine andere. Man will ja auch nicht immer Nein sagen. Ne? So. Ja. Ja. Echt? Wo denn? Ja. Was denn? Ich habe mal so Ted Hill? Ja, genau, Ted Hill, Ted Herold gesagt. Und das war während der Live-Sendung immer wieder sonntags. Ja. Was hast du? Ja. Ja, natürlich. Schon, oder? Oft bei uns auch. Nachts um 3. Stefan ist manchmal kleiner Nachtschwärmer und dann gibt es mal nachts so Schokopudding oder es wird auch schon mal. Ich habe mir mal nachts eine Pizza heiß gemacht, ja? Ja. Du nicht, oder Schatz? Nee. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich ja, oft. Du ja. Das, ja stimmt. Das stimmt. Anna redet im Schlaf. Was gibt's morgen zum Frühstück? Natürlich. Du auch. Ja, gell? Natürlich. Ja, wer hat das nicht? Das ist die Frage. Ja, jetzt, ja genau. Wer traut sich sowas nicht? Ne? Meine Figuren lässt es eh nicht zu. Es ist eh schon egal. Mit Sabine Gronau und Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross. Und ihr beiden habt mich eben schon ganz schön abgelenkt. Ihr habt da rumgebusselt. Ja, sage mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein bisschen Disziplin. Wir sind zu sehen im SWR4-Livestream. Ja, super. Hallo. Stimmt. Winken wir mal in die Kamera. Hallo. Ja, Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross heute zu Gast hier bei SWR4 Baden-Württemberg. Bis 10 Uhr. Eigentlich hätte ich jetzt Herrn und Frau Mross begrüßen wollen. Ging aber nicht. Wegen Corona konntet ihr noch nicht heiraten. Habt ihr den ersten Schock schon verdaut? Ja, also ich denke, es gibt momentan viele andere Probleme auf dieser Welt als eine verschobene Hochzeit. Wir sagen immer, verschoben ist nicht aufgehoben und die Freude ist umso größer. Dann wollen wir gleich mal drüber reden, wohin ihr geschoben habt und wie es euch sonst so geht. Ja, SWR 4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Da sind wir daheim. So, das war ja jetzt ein Lied, da kann man auf der Hochzeit super zu tanzen, habe ich gerade schon festgestellt. Astreiner Foxtrott. Ja, auf alle Fälle. Und wir werden auch, wenn es denn soweit ist, auf unserer eigenen Hochzeit zu unserer eigenen Musik auch tanzen. Also was gibt es Schönere, welche eine größere Ehre kann man haben, zu seiner eigenen Musik zu tanzen. Ja. Habt ihr denn schon einen Termin? Naja, also Termin noch nicht so richtig, weil das Zeitfenster gibt uns natürlich die gesundheitlichen momentanen Situationen vor und auch von dem her, wie es Anna schon richtig gesagt hat, es gibt wirklich momentan so große Probleme auf dieser Welt und wir werden sicherlich einen gesunden Zeitraum, ein Zeitfenster finden, um eben zu heiraten. Vor allem ohne Mundschutz dann auch Hochzeit. Also gerade für die Angehörigen, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wir sind Familienmenschen und da wird geknuddelt und gebusselt und das kann ich mir gar nicht vorstellen, werden dann alle so mit dem Riesenabstand. Mal schauen.
Das heißt, erst die Impfung, dann die Hochzeit möglicherweise. Wie auch immer. Wie auch immer. Hauptsache okay. Gesund und glücklich. Ja. Ihr habt ja den Antrag, das war ja wirklich, das, also man konnte sich ja kaum fassen, der Heiratsantrag, das war mal eine richtig dolle Nummer. Das also Stefan, da, das immer im Fernsehen und ja. Anna-Karina wirklich in Tränen. Eine Hochzeit im Fernsehen, käme das für euch in Frage? Man muss schauen, wie man es macht. Also ich bin wirklich, oder wir sind für alles offen. Ne? Also wir sind ja auch Kinder der Bühne und wir lieben es. Und es ist nicht nur unser Beruf, sondern wir leben unseren Beruf. Man muss wirklich schauen, wo es passt und wie auch immer. Und es ist momentan alles eine logistische Herausforderung. Und von dem her werden wir sicherlich ein passendes Hochzeitsfenster finden. Das ist ja auch ein Balanceakt zwischen dem privaten, zwei Menschen, die einander lieben und Ja sagen wollen, und dem, ihr seid einfach öffentliche Personen und wollt natürlich eure Fans auch ein bisschen dran teilhaben. Das ist das. Ja. Also wir mögen das schon sehr und die Leute, glaube ich, das lieben sie auch an uns, dass sie da so teilhaben dürfen. Und die Liebe ist etwas Wunderschönes und wenn man das teilen darf mit Fans, mit Menschen, also gerade nach diesem Antrag, da sind wir quasi von einer liebevollen Welle überflutet worden. Menschen, die sich da identifizieren konnten oder uns auch ihre Lebens- und Liebesgeschichte erzählt haben, und das ist wirklich wundervoll. Jetzt wollen natürlich einige Klatschblätter erfahren haben. Tada, Blitzbaby. Oh, was? Ja, das habe ich gestern auch gelesen. Es ist schön, dass man immer wieder Neuigkeiten über sich selber liest, die einem noch gar nicht bewusst sind. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Also wir kaufen die meistens die Zeitungen, damit wir selber über uns was erfahren können. Ne? Der ultimative Schwangerschaftstest. Richtig, ja. Aber das Kind ist schon da und angezogen. Ne? Also alles schon. Also sprich, auf den Titelblättern war das Kind ja teilweise schon ein Jahr. Also was du schon auf dem Schoß sitzen hattest. Ja. Wir wollen jetzt erst noch mal Musik von euch hören. Gerne. Aus dem neuen Album Stark wie zwei heißt es, von Anna-Karina Wojcik und Stefan Moros. Kommt Ende Mai. Und das hier, das, was wir gleich hören, nee, hören wir noch gar nicht. Da muss ich nach vorne ziehen. Wo ist er denn? Da ist er. Und dann spielen wir jetzt Stark wie zwei. Dankeschön. So heißt euer Album. Mhm. Super. Sie können uns auch sehen heute Morgen zwischen 9 und 10. Uns meint Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross. Die sind nämlich heute zu Gast bei uns hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Den Titel eben haben wir nicht aus Versehen gespielt. Den habt ihr auch auf Deutsch gesungen. Was hat euch dazu bewogen, euch Duette anzunehmen? Ja, im Endeffekt entscheidet das Publikum. Ne? Also Anna hatte auf ihren letzten zwei CDs immer schon Duette mit mir drauf und die Leute wollten mehr davon. Also auch bei Immer wieder Sonntags, wenn wir gemeinsam gesungen haben oder wenn wir auf Tournee waren mit Immer wieder Sonntags, Duette auch miteinander verbunden gesungen haben, dann haben die Leute immer gesagt am Autogrammstand, bitte mach doch mal ein Duettalbum. Also es liegt ja eigentlich auf dem Silbertablett. Time of My Life war eigentlich ein Wunsch von meinem Schatz, aber ich habe gesagt, nee, wie bei Immer wieder Sonntags, das Konzept ist, wir singen nicht Englisch, sondern wir präsentieren das in Deutsch. Wir haben einen super schönen Text gefunden und das war für uns so ein Herzenswunsch, diesen Song eben auch auf der CD zu produzieren. Wo findet man denn so einen Text, Anna-Karina? wo findet man ihn? Gute Frage. Also der ist hinterlegt bei Verlagen und man reicht quasi. Hat schon jemand dran gewurschtelt? Ja, man muss sich das genehmigen lassen, natürlich vom Originalverlag und da geht es um Lizenzen und Abrechnungen und wenn das alles passt, die brauchen natürlich die Genehmigung und wir haben uns sehr gefreut, dass wir diese bekommen haben. Ein ganzes Album ist das jetzt geworden, lauter Duette. Das wird Ende Mai erscheinen mit wie viel? Vorfreude, Bauchschmerzen geht ihr ran an die Sache? Also mit wirklich sehr viel Vorfreude. Es ist ja doch ein langer Prozess, bis das Album dann auch fertig ist. Also wirklich viele Wochen und Monate im Studio. Es fließt so viel Liebe rein und Herzblut. Natürlich aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen schwieriger, das Album wirklich optimal zu promoten. Also eigentlich gehören ja Center-Termine dazu, wo man dann quasi auch kostenfreie Konzerte den Fans bietet. Und SWR 4 und mit uns in Zusammenarbeit eine sehr, sehr gute Idee, denn wir dürfen am 28. Mai eine Release-Party feiern in Titisee im wunderschönen Hochschwarzwald in einem Autokino und das wird vom SWR 4 präsentiert und dort werden wir dann in dem Autokino live unplugged auch mit Musikern unsere CD vorstellen, quasi als Aufschlagkonzert und da freuen wir uns ganz, ganz gewaltig, dass das so stattfinden kann. Also wenn das so erfolgreich wird wie euer Daheimkonzert, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen um euer Album machen.
Ja, Wohnzimmerkonzerte, das war, also wir waren ja eine der ersten und der SWR 4 hat uns da auch angeschrieben, habt ihr nicht Lust oder irgendwie in eurem Wohnzimmer oder. Viel Spaß gemacht. Also da haben wir uns echt auch Gedanken gemacht, wie können wir das schön bildlich umsetzen, gemütlich, romantisch und es hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Wie das ist, wenn Künstler, die ja normalerweise, wie heißt das Brot des Künstlers ist der Applaus, wie das für euch ist zu arbeiten ohne Publikum, reden wir dann nach halb zehn drüber. Mit Sabine Gronau. Einen schönen Mittwochvormittag wünsche ich Ihnen. Anna-Karina hat eben ihren Stefan liebevoll Tanzbärli genannt. Anna-Karina, wie elegant schwebt ihr denn gemeinsam übers Parkett? Wir üben noch, sagen wir es mal so. Ja, also Kartoffelsack geht nicht so elegant übers Parkett. Ich bin ein tanzender Kartoffelsack. Ja. Ach, dann war der Bärli gar nicht so. Ach doch, ist schon auch ein kleines Bärli, doch. Mhm. Ja, das Bärli und sein Schnucki sind hier zu sehen, noch bis 10 Uhr zu hören in swr4.de. Nein, zu sehen in swr4.de und zu hören hier natürlich, wenn Sie uns hören, im Radio. Und jetzt wieder die schönste Musik. Die besten Hits. Guten Morgen. Hier ist SWR 4 Baden-Württemberg. SWR 4 Baden-Württemberg. Wir haben 9.42 Uhr. Zu Besuch im Studio sind Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross. Stefan, jeder Künstler lebt vom Applaus. Du moderierst immer wieder sonntags momentan ohne Applaus, kein Live-Publikum dabei. Zweimal hast du das jetzt schon gemacht. Ja. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich schon dramatisch an. Ne? Also es ist ja auch so, dass ich circa eine halbe Stunde vor jeder Live-Sendung rausgehe, mit den Leuten schon kommuniziere, mit den Leuten Musik mache, mich einstimme aufs Publikum. Wie sind sie drauf? Wie funktioniert ein Gag? Wo lachen sie? Das kann man alles schon vor der Sendung ein bisschen austendieren, das Ganze. Wenn man natürlich ganz kalt rausgeht und nichts zurückkommt, das ist schon sehr, sehr krass. Also es sitzen ja 2000 Leute vor einem, 2000 Seelen. Und das ist immer so das Schöne, wenn da die Energie zurückkommt. Man gibt ja auch Energie ab als Künstler. Und das ist in dem Fall dann nicht so, aber ich weiß ja, das beste Publikum der Welt sitzt in dem Fall zu Hause. Wir haben super schöne Einschaltquoten. Wir freuen uns über die Arbeit, dass wir diesen Lohn bekommen, dass die Leute so zahlreich vor dem Fernseher sitzen. Und ich weiß, dass das beste Publikum der Welt zu Hause sitzt und applaudiert. Und hast du an den Texten was geändert vorher, wo man jetzt so gar nicht mit der Resonanz von Live-Publikum rechnen kann? Na, es ist wesentlich mehr Text, also mehr zu lernen. Man muss ja das überbrücken. Ein Publikum kann auch mal ein doppelter Boden sein, ne? Dass man mal irgendwie schaut, oh Gott, die haben noch nicht aufgebaut jetzt für, sag jetzt mal, für die Palldauer, der trägt noch Schlagzeug rein. Ich bin eigentlich schon während der Moderation des roten Teppichs zu legen für die Künstler. Und dann kann man schnell was machen mit dem Publikum. Was machst du? Wie geht's dir? Wo bist du her? Warum ist das so? Es kommt immer ganz was Ehrliches vom Publikum zurück und das liebe ich. Auch die meisten Moderationen im Publikum zu moderieren und zu präsentieren. Das muss man jetzt überbrücken. Also man hat mehr Wort, man ist mehr konzentrierter. Für mich ist es auch mal anders, mich zu präsentieren. Ich kann ruhiger reden, ich habe keine Außengeräusche, es ist ja doch Open Air. Der Europapark gibt natürlich uns Frequenzen rüber, der bestimmten Lautstärke 70, 80 dB. Also ich kann entspannter gehen, reingehen, aber ich freue mich jetzt schon wieder sehr, 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 wenn hoffentlich dieses Jahr zumindest, das wäre mein Wunsch, einmal zumindest noch Publikum da wieder zu sehen. Im Zweifelsfall könntest du ja Anna-Karina immer noch mal zur Doppelmoderation schnell mal ranziehen, wenn noch ein paar Sekunden fehlen. Ja, da haben wir sowieso einiges noch mehr geplant, dass auch Anna vielleicht eventuell eine eigene Rubrik bekommt, so wie auch Giovanni Zarella, der auch unser Schlagerquiz immer präsentiert bei Immer wieder Sonntags. Das wird jetzt auch am nächsten Sonntag so sein. Und ich habe mir sehr gewünscht für meine Anna, weil sie eine sehr, sehr angenehme Stimme auch hat zum Moderieren. Ach so. Zum Moderieren, was für die Leute auch nicht nur zum Ja-Sagen. Ja, genau. Habe ich mir das gewünscht und wir sind jetzt gerade dabei, da etwas reinzufriemeln. Genau. Anna-Karina, hast du mitbekommen, ist es jetzt schwieriger, Leute zu bekommen für die Show eigentlich? Ist Stefan viel am Meckern zu Hause? Nee, die kommen nicht und die wollen auch nicht und es geht nicht. Es ist schon schwieriger, aber es lässt sich irgendwie eine Lösung finden. In der ersten Sendung zum Beispiel, ich fand das klasse, wir hatten Feuerherz zu Gast und der Matt, der durfte ja auch noch nicht einreisen und der wurde dann quasi
quasi live zugeschaltet und hat dann auch mit performt, mitgesungen. Und also da lässt sich wirklich Stefans Team einiges einfallen und macht Sachen möglich, ja, dass man das Gefühl hat, dass dann doch irgendwie alle da sind. Und Stefan ist natürlich besonders aufgeregt jetzt in diesen Zeiten, ob alles funktioniert. Und wie er schon sagt, er hat eben nicht dieses Publikum da, das ihn ja doch irgendwie durchträgt durch die Sendung. Aber ich finde, er meistert das wirklich hervorragend und ich bin sehr stolz auf ihn. Ist ja über kurz oder lang, ist ja Publikum auch wieder da. Genau. Ja, ja, ich brauche es einfach. Also in Bayern sagen wir immer, so eine Rampensau zu sein, das ist was Gesundes, das ist was Schönes. Und ich wünsche mir schon sehr, sehr mein Publikum wieder zurück, wie wir alle. Drück mal die Daumen. Ja, und die haben wir, Stefan Bross. Ne? Ja, haben wir ihn gleich mit. Kein Herz für eine Nacht. Kein Mann für Sendung ohne Publikum. 9.52 Uhr. Vorsicht bitte auf der Bundesstraße 312 Biberach Richtung Bergheim. In Höherabzweig nach Ommendorf liegen Holzteile. Unsere Studiogäste heute, Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross. Wie habt ihr beiden denn diese Ausnahmezustände zuletzt, die letzten 2 Monate wegen Corona erlebt? In Bayern war es ja sogar noch strenger als in Baden-Württemberg. Wie hat sich das angefühlt für euch? Also eine völlig neue Situation. Wir waren natürlich gerade mitten auf Tournee und hätten jetzt Bergfest gefeiert mit den Kollegen und es war wirklich von heute auf morgen alles auf null, alles runtergefahren. Daheim bleiben angesagt, aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Aber es war nicht immer schön. Also man hat mal wirklich Tage gehabt, wo man echt sehr traurig war. Wie geht das alles weiter? Irgendwie dieses Ungewisse. Stefan, wie hast du das erlebt? Mehr gelesen oder mehr im Garten gewerkelt oder? 15 Mal Fenster geputzt und so. Und wir haben wirklich die positive Sache aus dieser komplizierten Welt herausgezogen. Genau, eben auch mal Dinge gemacht, die man nicht macht. Auch musikalische Projekte wieder angeschoben. Viel überlegt, viel gesprochen über Pläne, über Strategien und alles Mögliche. Wir managen uns ja selber und von dem her hat man wirklich viel, viel Zeit gehabt. Auch mal Frühstück etwas länger gelassen, egal ob jetzt eine Stunde oder mal 1,5 Stunden. Viel telefoniert, viel über Video, auch Telefonien mit Leuten in Verbindung gegangen. Das finde ich zum Beispiel auch eine ganz, ganz positive Sache, dass Leute mittlerweile über solche Dinge kommunizieren, auch Geschäftsleute. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht wegen einem Geschäftsgespräch ins Flugzeug einsteigen in München, nach Berlin fliegen, wegen einer Unterschrift und Besprechung und abends wieder nach Hause. Also ich denke, das sollten wir wirklich auch für die Umwelt und der Umwelt zuliebe auch viel, viel mehr ausbauen. Auch nicht wegen jedem Ding, ich habe das selber von mir rausgezogen, nicht wegen jeder Kleinigkeit auf die Autobahn zu fahren und auch einfach viel, viel mehr auch wieder zu kommunizieren. Die digitale Welt gibt es uns vor und wir, glaube ich, können das sehr, sehr gut verpacken, das Ganze. Anna-Karina, wie wichtig ist für euch jetzt der Umgang mit sozialen Medien? Für eure Fans auch? Sehr wichtig. Also gerade diese Wohnzimmerkonzerte, wo wir teilweise Hunderttausende von Leuten glücklich machen durften. Und wenn man dann diese Kommentare liest, also es waren teilweise 3.000-4.000 Kommentare, die wir uns auch wirklich danach in Ruhe angeguckt haben und wie die Leute sich einfach freuen, dass man ihnen auch so ein bisschen jetzt was Schönes zurückgeben kann. Und wir haben wirklich alles möglich gemacht. Wir waren ständig irgendwie live bei Facebook und überall. Und es ist wirklich schön, dass es eben die sozialen Netzwerke gibt. Und wir waren da sehr fleißig die letzten Wochen. Und jetzt gibt's ja, das habt ihr vorhin verraten, in Kürze doch tatsächlich ein Live-Konzert von euch, gemeinsam mit SWR4 Baden-Württemberg, Titisee Neustadt Autokino. Ihr beiden, ja. Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross auf der Bühne und unsere SWR4-Hörer können Tickets gewinnen für dieses Konzert am 28. Mai. Ja, da freuen wir uns schon sehr. Ja, toll, dass ihr hier wart. Ihr habt noch ein Lied mitgebracht. Ja. Die Liebe trägt uns himmelhoch. Ja. Das Original kennen wir von Joe Cocker und Jennifer Warnes. Genau. So schaut's Up aus. Where We Belong. Ja. Ja. Super, ich freue mich auf eure Version davon. Danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. Ja. Alles Gute, viel Gesundheit. Weiterhin und wir sehen uns immer wieder sonntags. Ja, immer wieder sonntags oder hier im Studio. Oder im SWR4. Einen schönen Frühling noch. Ebenso, danke. Ciao, servus. Tschüss.